Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir sind auf dem Heimweg. Wir haben ja die Quests hier soweit alle gestartet. Oh, und jetzt haben wir auch die richtige Uhrzeit. Oh, ich muss auch was essen, sehe ich gerade. Habe ich was zu essen dabei? Pilzsuppe. Ich habe noch Kirschen und Pflaumen, die ich verkaufen wollte. Könnte man wieder den Bogen ausrüsten. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt heimkommen. Weil da müssen wir einen Bronzehammer besorgen. Den hätte hier gerne jemand und wir müssen hier die Wolfsquest noch machen. Also Wildschwein, Wolf oder Bär. Die werden aber wahrscheinlich eher versuchen, tagsüber zu machen. So, mal gucken, ob ich hier jetzt noch die Sachen verkaufen kann. Ist hier noch ein Händler wach? Roderick. Mathilda ist noch wach, sehr gut. Mathilda. Hallo. Zeig mir mal bitte deine Waren. My wares never disappoint. Jupp, so, jetzt können wir gerade mal gucken. Kirschen können wir verkaufen, Pflaumen können wir verkaufen. Die tolle Kirschen brauche ich, den Rest brauchen wir allgemein. So, hier die Holzriechen. Brauchen wir auch. Die Holzschalen könnte ich verkaufen, dann wären sie weg. Ja, passt. Mach's gut. See you soon. So, wir können eigentlich, wir haben ja die Dings, ne? Wir haben hier ja, das haben wir erledigt. Hallo, kleinen Zicke, sozusagen. Hast du ihn? Hier ist dein Trank von kosmischem Bockmist. Sei nicht so kindisch. Ich respektiere eben die Privatsphäre meines Kunden, du kleiner Topfgucker. Wie wird der Trank angewendet? Norbert meinte, er muss dreimal am Tag getrunken werden. Verstanden. Also, dann kommen wir jetzt zu dem anderen Teil unseres Geschäfts. Nein, nicht so voreilig. Woher soll ich wissen, dass der Trank überhaupt wirkt? Du bekommst dann Geld, wenn ich das meine habe. Komm morgen wieder. Okay. Dynastie-Reputation plus 12. Das ist ja schon mal gut. So. Hier ist ja keiner mit einer Quest, oder? Ne, Quests haben wir ja eigentlich alle erledigt. Gut, machen wir uns auf den Heimweg. Wobei noch brauche ich es nicht, ne? Ist ja noch hell genug. Nur mal ein bisschen Auge haben wegen Banditen. Wer weiß, wo die rumlaufen. Ist da was Interessantes drin? Nö, schade. Haben wir wohl schon gefunden. Wird langsam dunkel. Jetzt kommen wir dann nachher durch Wolfsgebiet. Wobei ich aber möglichst da gerne einfach unbeschadet durcheilen würde. Da ist ein Wiesent. Quasi gar nicht da. Also einfach ignorieren, lieber Wiesent. Upsala. Da ist ein Wolf. Da sind drei Wölfe.
Leute gehen stiften. Die jagen wahrscheinlich gerade Hasen, ne? Soll mir recht sein, dann kann ich nämlich auch stiften gehen. Weil ich jag die ehrlich gesagt über tagsüber. Da sehe ich sie nämlich wenigstens vernünftig. So, dann können wir das wegtun. Oh, wir haben wieder eine sternenklare Nacht. Das ist sehr schön. Hervorragend. Ah, dann können wir noch ein bisschen Wegwarte mitnehmen. Gar nicht. Wie viele Wölfe mussten wir jagen? 9? Waren das wieder 9? 7. Okay, 7. 7 Wölfe, Wildschweine und oder Bären. Genau, ich wollte ja noch vergiftete Pfeile machen und dann die Alwin-Quest. Dass wir da den Bär jagen, ne? So mit maximaler Schlagkraft vergiftete Eisenpfeile. Ich glaube, mehr geht nicht. Da haben wir dann, denke ich, eine ganz gute Chance. Und ja, gucken wir mal, dass wir das dann so hinkriegen, ne? Hallo Reh. Hallo Reh. Ja, weil die Alvin-Quest müssen wir ja auch machen. Wir brauchen ja die Reputationspunkte. Ich kann momentan keine Leute mehr herholen. Ohne die Punkte. 19.500 waren das, glaube ich, die wir brauchten. Wenn ich mich richtig erinnere. Und von dem her haben wir noch ein bisschen. Ups. Bin nicht da. Zum Glück haben wir noch keine Banditen gefunden. Wenn es so die Zweiergrüppchen sind, ist das ja noch immer okay. Die kann man ganz gut besiegen. Mit 5er wird es schon interessanter. Oder schwieriger, entsprechend. Da weiß ich nicht, ob wir da eine Chance hätten. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, gleich erstmal pennen. Und gucken dann morgen mal, dass wir die vergifteten Pfeile herstellen. Das wäre schon mal kein Fehler. Sehr schön. Hallo Dorf. Und pennen gehen. Dann können wir morgen den Hammer machen. Und dann würde ich mal gucken, dass wir die Wölfe noch erledigen. Nacht, mein Schatz. So, schlafen wir mal. Guten Morgen, meine Liebe. Hail, Friend. Ich hab dich vermisst, Geliebter.
So, wie steht's um unser kleines Königreich? Bisher scheint alles problemlos zu laufen. Das ist gut. Goodbye. Goodbye. So, der Kurze schläft noch. Lassen wir einen pennen. Oh, heute ist Regentag, okay. Wir gehen gerade mal einen Hammer, Bronzehammer herstellen. Ich hoffe, ich habe genug Bronze. Oh, da ist ja ein Zaun. Haben wir Bronzebarren? 4 werden wir brauchen, glaube ich. 3. Haben wir Kupferbarren? Jawohl. Und haben wir Zinnbarren? 2 nur. Okay, dann bräuchte ich auch nur 2 Kupferbarren. So, und dann brauchen wir, glaube ich, einen Stamm. Holzstamm, wenn ich mich nicht irre. So, dann würde ich nämlich gerade aus den 2 Kupfer- und Zinnbarren Bronze machen. Dann haben wir noch einen wieder übrig. Genau, die 2 kann man herstellen. So, hatten wir hier eigentlich noch Erz drin? Ne, haben wir keins mehr. Amboss, Bronzewerkzeuge. Bronzehammer wollte der, ne? Hoffe ich doch. So, den einen, ich guck gerade mal, aber ich hoffe, ich hatte das richtig in Erinnerung. Er will einen Kupferhammer. Ups. Ups. Da müssen wir Kupfer herstellen, ne? Den Bronzehammer kann ich aber dann behalten. Dafür machen wir dann den Holzhammer mal weg. Ach so, und ich kann hier ja auch die Kümmer zurücktun. Ich brauche einen Stock. Okay, kein... Also wissen wir, dass wir einen Stock brauchen. Und jetzt brauche ich Kupfererz. Eisenerz. Kupfer, ach, Kupferbarren haben wir ja noch. Brauchen wir also einen noch. Einen sollte ich noch haben. Nee. Ach genau, ich hatte ja. Vergisst's einfach. Und einen Stock. So. Passt. Und einen Stock. So, Kupferwerkzeuge. Jetzt haben wir es dann. So, den Kupferhammer kann ich bei so... Den Bronzehammer kann ich dann gerade mal ausrüsten. So, dann müssen wir Wölfe jagen und ich muss was zu essen mitnehmen. Achso, und ich kann ja die ganze Tollkirsche und das ganze Zeugs mal wegtun. Und ich stinke. Das können wir gleich auch noch erledigen. So, Bilsenkraut, Breitwegerich, Disteln, Gänseblümchen. Achso, und ich wollte die Pfeile vergiften. Fällt mir da gerade ein. Gift müsste ich dann hier irgendwo finden, oder? Gift. Brauche ich wahrscheinlich 30... Gift für 30 Pfeile, oder? Wie viele Pfeile habe ich? 48. Oh, dann brauchen wir wohl 48 Gift. Das heißt, wir brauchen nochmal 18...
So, jetzt sollte es passen, ne? 48 Gift, 48 Pfeile. Und kann ich die auch in der Schmiede herstellen? Oder nee, die muss ich wahrscheinlich in der Kräuterhütte, ne? Denke ich mal, weil die stellen die ja auch her. Da ist sie. Grüß Gott. Machst du den bitte mal frei? Danke dir. Vergiftete Munition, genau. Vergifteter Kupferpfeil. Vergifteter Eisenpfeil. Da müssen wir erst das Schema kaufen. Das kriegen wir aber hin. Ah, es sind immer 10er-Packs. Okay. Dann bräuchte ich ja noch 2 Eisenpfeile. So, vielen Dank. Das war's. So, dann rüsten wir natürlich die vergifteten Pfeile aus. Wenn ich sie denn finde. Da, die haben wir ausgerüstet. Und ich kann mir noch eine Suppe holen. Pilzsuppen brauchen wir noch. Die Eier müssen wir auch mal verarbeiten bei Gelegenheit. Ach, und ich wollte ja noch den Speer machen. Fällt mir da ein, genau. Hat der Flachs gedroschen? Ich glaube, die Landwirte, den hatte ich eingestellt, dass sie Flachs dreschen, ne? Flachshalm? Ja, sehr gut. Machen wir mal 10 von den Garn. Achso, dann brauchen wir ja noch 5 Stöcke oder so. Und 2, also 10 Steine. Wenn ich mich nicht vertue von den Mengen her. Und wir müssen uns waschen. Machen wir vielleicht vorher, bevor wir aus der Nähhütte dann rausfliegen. Will ja nicht, dass unsere Frau uns hier rauswirft, ne? Hallo, mein Schatz. So, dann machen wir mal geschwind 10 Leinengarn. Und anschließend können wir dann 5 Angelspäre vielleicht machen. Gucken wir mal. Und dann geht's an die Wolfsjagd, ne? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Richtung Gustovia die Wolfsjagd. Vielleicht können wir dann die Alvin-Quest noch direkt mitmachen. Muss mal gucken, wie spät das jetzt ist, welche von der Uhrzeit her. Das noch passt zeitlich, dass wir da noch die 2 Sachen erledigen. So. Genau. Angelspeer machen wir ja hier. 5 können wir machen, sehr gut. Hat das ja gepasst von den Materialien her, glaube ich. Ah ne, ein Leingarn brauchen wir nur, okay. Und einen Stein. Ich hatte immer 2 in der. Auf 5 Fischspeere reichen erstmal eine Weile.
Da können die mal eine ganze Weile mit arbeiten. Oder der vielmehr. Ist ja nur ein Fischer. Ist ja nur Rainer. Ne, da sind wir richtig. Die Fiolen hatte ich auch noch. Ah ne, das ist von den... Stimmt. So, Fischbär. 5 Stück. Passt. So, und dann könnte ich gerade noch mal gucken. Unsere Landwirte. Das ist noch bereit zur Ernte. Das ist geerntet. Genau, da bekommt Kohl drauf. Das muss auch noch geerntet werden. Und da haben wir überall schon Kohl eingestellt. Ja, das ist okay. Des Post. Ups. Sind immer noch Fohlen. So, ...10:33 Uhr, ja, da können wir die Alvin-Quest, denke ich, machen und dann gehen wir hier hinten rüber. Jagen da vielleicht gerade noch die Wölfe. Dann gehen wir zum Alvin, machen dann den Bären. Ich glaube, so passt das. So passt das sehr gut. Noch da drüber gehen, ne? Wobei. Machen wir hier den kleinen Bogen. Ist vielleicht besser. Bogen haben wir noch ausgerüstet. Sehr gut. Bin mal gespannt, ob wir die vergifteten Pfeile auch öfter nutzen können oder ob die genau einmal wirken. Da müssten irgendwo Wölfe sein. Wohnung liegt auf Müsten. Da hinten ist einer und da ist auch einer. Sehr gut. Der versteckt sich da hinter dem... Baum. So, einmal Wolf. Einer von 7. Wo war der Eisenpfeil? Da. So, wo ist Wolf Nummer 2? Da oben. Anschleichen.
so dolle. Dann haben wir die ersten zwei. So, mehr sind hier, glaube ich, nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Alwin. Und gucken, dass wir den Bären erledigen. Ausdauer zu niedrig. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja, der ist leer. Da machen wir gerade mal einen schönen großen Bogen um die Wiesente. Besser ist das. Macht er. So. Ist der Wagen da unten? Das Camp wieder. Aber es ist leer. Das ist gut. Leere Camps sind immer gut. Fackel. Bronzeaxt, sehr gut. Brennholz. Eimer. Ein Curvebogen. Sehr gut. Wenn sich das mal nicht lohnt. Upsala. Zurücktun wollte ich es nicht. Gesalzenes Fischfilet. Met. Metflasche. Auch gut. Können wir was mit anfangen, ne? Da ist noch ein Trinkschlauch. Und ein Strohhut. Sehr gut. Da lässt sich viel mit anfangen, muss ich schon sagen. Können wir vieles von verkaufen, bringt wieder ordentlich Kohle. Schade, da ist kein Wagen. Naja, war ein Versuch wert. Huh. Schnüff die Schnäuf. Schnüff die Schnäuf. So, dann gucken wir mal, dass wir Alwins Bären erlegen, ne? Vielleicht können wir dann auch noch den Rest der Wölfe. Da oben, da wo wir hoch müssen, sind ja auch noch Wölfe. Gucken wir mal. Alwin. Alwin, mein Freund. Da hinten ist er. Hallo Alwin. Hallo großer Jäger. Ist es an der Zeit für unseren nächsten Wettkampf? Genug mit dem Zielscheibenschießen. Das ist etwas für Anfänger. Oh, woher dieser plötzliche Stimmungswandel? Gisela selbst hat mir einiges beigebracht. Ich habe mittlerweile einige Erfahrungen darin, im Wald auf die Jagd zu gehen, um wilde Tiere zu schießen. Du hast ohne Frage einiges an Selbstvertrauen dazu gewonnen. Ich habe sogar einen Bären erlegt. Ich habe keine Angst mehr.
Ein Bären? Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine große Sache. Ich habe 9 Stunden dafür gebraucht. Nicht genug damit, dass sie schwer zu töten sind. Sie sind auch schwer zu finden. Kannst du das überbieten? Och, das wissen wir nicht, bevor ich es nicht versuche. Schön, du hast 8 Stunden. Töte innerhalb dieser Zeit einen Bären und ich gebe zu, dass du der beste Jäger bist, den es je gegeben hat. So verlockend das auch klingt, etwas Handfestes wäre mir lieber. Dann sollte das aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn du verlierst, darf ich deine 200 Münzen behalten. Im Voraus bezahlt, falls du nicht zurückkommst. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen um mich machst, mein Freund. Was ist, wenn ich es rechtzeitig schaffe? Dann bekommst du deine Münzen zurück, dazu meinen Teil und meinen Bogen noch oben drauf. Klingt sehr verlockend. So, geben wir ihm die 200 Münzen. Gut, irgendwelche Hinweise, wo man hier im Tal Bären finden könnte? Du kannst es im Südosten versuchen. Sie lassen sich gerne in Höhlen und in der Nähe von Seen nieder. Sind schon unterwegs. Ich weiß ja, wo Bären sind. Aber klar, für Anfänger des Spiels, also jemand, der das zum ersten Mal spielt, ist das natürlich ein wertvoller Hinweis. So, wer ist nochmal Pilzsuppe? Und dann gehen wir mal auf Bärenjagd. Wie spät haben wir es denn? 15.13 Uhr schon. Das ist später, als ich dachte. Aber gut. Muss ich gleich mal gucken, was hier der kürzeste Weg eigentlich ist. Da müssen wir hin. Da hoch, dann dort, dann dort, dann dort. Würde ich mal sagen, oder so quer drüber. Das wäre die andere Alternative. Schnauf, schnauf, schnauf. So, gehen wir, glaube ich, gerade den Weg lang. Oder wir gehen wirklich quer drüber. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht auf irgendwelche Banditen oder so treffe. Dann könnten wir da und dann den Bach hoch. Und dann sind wir nämlich schon dort, wo wir hinwollen. Sehr gut. Hier geht's, glaube ich, lang, ne? Ja, da ist die Höhle und da ist auch schon der Bär. Sollte speichern. Der ging daneben. Ach, der rollt. Gefunden haben wir ihn ja schnell. Ah, der ist tot. Ist noch einer hier? Pfeil sein. Hä? Der ist wohl in der Erde versunken. Okay.
Der ist wohl versunken. Aber gut. Haben wir es erreicht. Jetzt muss ich nur ein bisschen was essen. 76 Kilo. Das können wir gerade mal essen. Stärketrank. Ach so, das hilft aber nicht bei Gewicht. Irgendwas, was ich abgeben kann. Das Brennholz. Hoppla. Das war die falsche Taste. So. Können wir vielleicht später mal irgendwann holen. Dann huschen wir gerade mal runter zu Alwin. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was von meinen Sachen verkaufen. Kann ich eigentlich einfach dem Bachlauf hier folgen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. So, und dann geht's hier nach Gustovia. Doch, also mit den vergifteten Pfeilen ist es eine feine Sache, muss ich schon sagen. Da kommt man ganz gut mit bei den Bären an. Klar, hat uns auch eine geklebt, aber ist jetzt nicht das Drama. Kann ich vielleicht auch noch gleich ein paar Sachen verkaufen, ne? Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn wir die Metflaschen und so noch verkaufen. So, Alwin. Dann haben wir mal den schwersten Teil von der Alwin-Quest erledigt. So, hallo Alwin. Hat hier jemand einen bösen Bären bestellt? Du hast es schon wieder geschafft, unaufhaltsam wie immer. Ich versuche mein Bestes und fand es immer schon aufregend, meine Grenzen auszutesten. Schon gut, es reicht schon wieder. Hier mein Bogen, du hast ihn dir verdient, denn du bist besser als ich. Das warst du schon immer. Du musst mir nichts geben, für mich zählt der Wettbewerb an sich. Nein, du hast ehrlich und verdient gewonnen. Ich verdiene ihn nicht. Ich sollte zu meiner Arbeit auf dem Feld zurückkehren, wie immer. Meinst du das ernst? Ja, und versuch nicht, meine Meinung zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist nun mal etwas ganz anderes. Wenn es das ist, was du wirklich willst, dann werde ich mit dir nicht darüber streiten. Zumindest hast du ein kleines Abenteuer erlebt, oder? Das ist wahr und ich danke dir dafür. Es wird Zeit, dass ich zu meinen Pflichten zurückkehre. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. So, wir tragen zu viel. Achso, wir haben den Langbogen noch gekriegt, ne? Können wir gerade mal gucken, dass wir hier einiges verkaufen. Hi, Bolomira. Zeig mir mal deine Waren. Das ist auch gar nicht mehr die Frau von Unigos. Ne, die ist wahrscheinlich mitgezogen. Stimmt. Macht ja Sinn. Die könnte ich eigentlich mal das Fleisch verkaufen. Das brauche ich nicht. So. Das Met können wir dir verkaufen. Die Holzschalen darfst du haben. Metflaschen behalte ich mal, das ist Deko. So, sonst haben wir noch einen Strohhut. Die Kugel wollte ich immer schon wieder bei mir in... Ich habe sie immer noch. Eimer behalten wir auch mal. Kupferhammer. Alwins Bogen könnte ich verkaufen, ne? Was hatte der denn für einen? Einen Langbogen, ja, den brauchen wir nicht. Den Recurve-Bogen behalte ich.
Ja, den behalten wir. Stachel besetzt und den Trinkschlauch könnte ich auch verkaufen. Den brauchen wir auch nicht. Die Steinpfeile brauchen wir auch nicht. Ich so viele Eisenpfeile schon verloren? Ich hatte doch 40. Okay. Ah, die werden zum Teil einfach wieder zu normalen Eisenpfeilen dann. Ach, wenn die treffen, werden die zu normalen Eisenpfeilen. Okay, passt. Also wir müssen sie dann tatsächlich immer wieder neu vergiften. Okay. Sonst habe ich nichts dabei, ne? Ne. Mach's Goodbye. gut. Stimmt ja, die Frau von Unigost ist auch weg. So, wie viel Reputation haben wir denn jetzt? 19.501 und damit haben wir genug. Halleluja. So. Oder? Arbeiter 49 von 49. Bevölkerung 61, ja. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Wir brauchten Landwirtin. Zugmund. Du bist Händler. Und was? Ach, How du can I bist der help you? Händler. Zeig mir mal deine Whatever it Waren. is, I've got it. Der Händler bist du. Ich würde sagen, wir kaufen mal Glasperlen, ne? Für unseren Schatz. Leb wohl. Have a good day. Ewalda. Du warst auch keine Landwirtin. Die waren in Borovo, glaube ich, ne? Borovo oder Branica. Baranica. Da müssen wir mal kurz noch hineilen. So viel Zeit muss sein. Wie viel spät haben wir es denn? 18:45 Uhr. Gar nicht mehr so ganz genau in Erinnerung, was ich genau brauche. Landwirt weiß ich noch. Da haben wir ja den einen zu den Gänsen verfrachtet. Ansonsten müsste ich mal gucken. Crafting müsste ich, glaube ich, erst eine Werkstatt bauen. Hallo Mädels. Ilde, ups, von Sa. Du bist Jägerin? Bernadetta. Du warst Landwirtin. Sehr gut. How are you? Guten Tag, Fremder. Genau, bei ihr haben wir festgestellt, dass wir keinen mehr dazu holen können. Ne? Mit 29, ja. Ich habe dieses Tal schon eine ganze Weile durchwandert. Und ich bin dabei, eine Siedlung aufzubauen. Und suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Klingt wie das, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Sehr gut. Passt. Dann können wir sie jetzt nämlich Bernadetta, so. Sie kriegt das Haus. Also brauchen wir jetzt demnächst zwei Herren. Und sie geht auch in die Landwirtschaft. In die Scheune. Ach, Minen brauchen wir auch noch wen, ne? Stimmt. Scheune fehlt es an. An Material. Da müssen wir gleich mal gucken. So, die ist versorgt. Bernadetta. Ach, das Haus ist noch nicht fertig. Das muss ich noch fertig machen. Sollten wir dann auch machen. Bernadetta. Bernadetta. So, und dann haben wir jetzt zwei Haus mit. Die müssten, sind beide etwa so alt, ne? Die 27 und die andere waren 29. Also wir bräuchten da eher ältere Herrschaften. Okay. Dann gehen wir jetzt mal heim.
könnten, wie gesagt, das eine Haus noch fertig bauen dann. Und gerade mal eine Quest auswählen, die wir auch machen können. Nächtliche Jagd. Dann sehen wir noch, wie viel Bäre. Ah, wir haben jetzt genau 2 Wölfe, einen Bären. Upsa. Dann haben wir eigentlich da. Oh. So viel davon. Kann man hier gucken, ob hier was am Strand rumliegt. Das passiert hier auch ab und zu. Heute aber nicht. Sammeln wir mal ein paar. Wie gesagt, für den Herbst werden wir davon brauchen. Eine Tollkirsche brauche ich auch noch. Dass wir da noch Gift herstellen können. Muss mal gucken, wie viel bringt das eigentlich, wenn wir das Gift verkaufen. Nur so rein Interessen halber. Ist ja immer ungefähr die Hälfte von dem, was man als Preis oder als Wert angezeigt bekommt. Also das ist ja der, den man zahlt. Und etwa die Hälfte davon ist das, was man bekommt. Müssen wir mal gucken. Hallo Hirsch. So, wo sind die Wisente unterwegs? Machen wir mal gerade einen Bogen. Ja, ja, alles gut. Könnten ja noch wegen einem Wolf gucken, ne? Die sind hier ja auch ganz gern mal unterwegs. Alles gut, Hasi, zu dir will ich nicht. Da. Das ist der einzige. Ja, genau, hier sieht man es dann auch. Eisenpfeil. Also einmal getroffen ist es nur noch ein Eisenpfeil. Kein Vergifteter mehr. Sind doch auch meistens 2 Wölfe hier. Okay, heute offenbar nicht. Gut. Ich weiß ja, wo man im Zweifelsfall welche finden. Auf dem Weg nach Denika haben wir allein schon wieder 3 oder 6 sogar. Da können wir dann auf jeden Fall langlaufen. Dann machen wir da dann die Quest nämlich fertig. Dann gehen wir nämlich morgen nach Denika. Und erledigen dann noch die letzten 3 Wölfe. Und können dann mit der Vienna da reden, mit der kleinen Zicke. Und anschließend können wir nach Tutki den Hammer abgeben. Und dann nach
Baranica war das, ne? Wo die Wolfsquest war. Glaube ich. Oder habe ich mich da vertan? Hier müssen wir auch noch irgendwas hinmachen. Gibt noch viel zu tun im Dorf. Trinken wir vielleicht gerade mal einen Schluck, bevor wir das vergessen. So. Auch nicht wollte geguckt haben, was den Landwirten fehlt, ne? Ich muss. Was fehlt den Landwirten? Ach, das Haus wollte ich auch noch fertig machen. Landwirtschaft, was fehlt euch? Ah, okay. Leinsamen. Tierfutter. Da fehlt uns noch Haferkorn. Dünger könnte mal ein bisschen mehr machen. Weizen könnte verarbeiten. Denke ich Hafer? Ne, Hafer haben wir nicht. Aber dann könnte Weizen verarbeiten. So. Passt. Pennen gehen. So, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.